Die Veranstaltung geht langsam zu Ende. Die ersten Teilnehmer fahren noch am gleichen Tag per Achse heimwärts. Nach einem gemütlichen Frühstück startet Johann Esselmann am nächsten Morgen Richtung Heimat. Ausfahrt nach Mietzen. Statt der angemeldeten 40 Teilnehmer hat sich eine endlose Schlange von über 100 Fahrzeugen auf den Weg zur Joachimsquelle, dem ersten Veranstaltungsort, gemacht.